Detektiv. Hallo? Hallo? Junge. Digga, es ist... Die Nummer ist aus East Bridgewater, Massachusetts. Massachusetts. East Bridgewater ist eine Stadt im Plymouth County im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Bevölkerung bei der Volkszählung 2020 achten Bezirk, was Stephen Lynch vertreten wird. Hä, von hier wurde ich angerufen. Was ist da? Okay, nee, das ist 16 Stunden von diesem USA Starpark entfernt. Was für eine Nummer hat mich da angerufen? Warte mal, ich will mal im Browser gucken. Oh mein Gott, Digga. Okay. Ja, wir müssen hier ein Video draus machen. So, Freunde. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, inwieweit ich hier festhalten konnte, was gerade eben passiert ist. Ich habe einfach die Aufnahme angeworfen. Ich wurde tatsächlich von einer Nummer angerufen aus Massachusetts. Ich habe keinen Plan. Ich habe auch nichts verstanden. Es war auch wieder geisteskrank gruselig irgendwie. Ich hoffe mal, man hat es auf der Aufnahme vernünftig gehört. Und ich bin in Brawl Stars online gekommen und es ist einfach spewed wieder bei uns in der Lobby. Vielleicht könnt ihr euch noch an das Video erinnern, was ich vor circa 2 oder 3 Wochen hochgeladen habe. Da seht ihr jetzt hier mal ganz kurz das Thumbnail eingeblendet. Ja, wir gucken mal, was er sagt. Also, das kann eigentlich kein Zufall sein, dass der genau jetzt wieder in unsere Lobby reingekommen ist. Digga. Er hat einfach geschrieben, hallo Kevin. Hey, hier steht auch gar nicht, wie ist der in meine Lobby reingekommen? Ich hatte vorher keine Lobby. Okay, wir schreiben mal zurück. Hallo, hast du mich gerade angerufen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jemand von Spewed war. Weil da wurde ja wieder nichts gesagt irgendwie. Nein, das war ich nicht, aber deine Nummer wurde von den falschen Leuten herausgefunden. Ich denke, das war einfach ein Anruf um... Um was? Um dir Angst zu machen. Hä? Wieso? Junge, das ist... Also ich weiß echt nicht, was ich wieder dazu sagen soll. Okay, er schreibt gerade. Aus welcher Region hat die Nummer dich denn angerufen? Warte mal, wie war das nochmal? East Bridgewater, Massachusetts. Okay, ich schreib's ihm mal. Da weiß ich da ja nichts drüber. Das ist keine Nummer von uns. Konntest du etwas Wichtiges hören? Ich weiß nicht, ich bin ehrlich mit euch, ich habe mir das nicht gut gemerkt. Da war eigentlich nur Rauschen irgendwie und so komische Sirenen. Sirenen und ein Rauschen. Rauschen. Merkwürdig, ich hätte bereits mit solchen Vorkommnissen in der Art gerechnet.
Ich habe jetzt mal geschrieben, wieso genau ist doch nichts weiter in letzter Zeit passiert. Ich spreche jetzt vor allem vom Brawl Talk Video. Da war ja jetzt nichts in Bezug zum Star Park oder so, womit ich gerechnet hatte. Aber auch ansonsten gab es keine neuen Infos. Okay, er schreibt wieder. Im letzten Brawl Talk gab es keine Infos vom Star Park, richtig? Aber man konnte erkennen, was in dem Labor passiert ist in... Digga, wie viel schreibt er denn? Aber man konnte erkennen, was in dem Labor passiert ist, in dem Danny und Paula gedreht haben. Ihnen selber ist nichts passiert, das war nur Show. Aber damit sollte dargestellt werden, was im Star Park damals schiefgegangen ist. Schau dir nochmal Star Park Investor Video an. Hä? Digga, ich check gar nichts mehr. Okay, machen wir mal kurz. Okay, Freunde, hier ist das Star Park Investor Video. Wir schauen jetzt noch mal kurz rein. この絶好の投資の機会を逃す手はありませんよ。どうぞ。今日こそ幸せに値をつけてみましょう。へ。ぜひご一緒に。Das kenne ich doch alles schon. Warte mal, ich skippe mal ein bisschen vor. Ah, jetzt weiß ich, was er meint. Schaut mal, wir haben hier Rauchwolken, die aufsteigen. Und hier grünes Gas, was aus dem Hauptquartier aufsteigt. Vielleicht ist hier auch ein Experiment oder irgendein Labor in die Luft geflogen. Das kann gut sein, aber ich frage ihn, ob er das meint. Er schreibt ja. Ja, aber was will er mir genau sagen? Also das war anscheinend nur Show und Danny und Paula... ist nichts passiert. Das ist schon mal eine gute Info. Aber ich frage jetzt nochmal, was das mit den Nummern auf sich hat. Das passiert, um dir Angst zu machen. Hä? Genau, aber warte noch ab mit deinem Besuch. Wir müssen auf ein echtes Zeichen vom Star Park auf den sozialen Kanälen von Brawl. Dann wissen wir... Ne, warte mal. Von Brawl Stars warten. Dann wissen wir... dass sie aktuell noch weiter operieren und Pläne schmieden. Ja, das wollte ich ja sowieso machen, schreibe ich immer. Du hast recht, aber bitte... Was? Du hast recht, bitte pass auf dich auf und veröffentliche nicht noch eine Nummer von dir. Erst recht nicht deine richtige. Ich schätze, da steht Handynummer oder private Nummer, wenn er davor von Nummer gesprochen hat. Wir beobachten dich und wir wollen dir nur helfen. Gut, ich weiß es nicht. Ich glaube, er wollte mir nur Bescheid sagen, dass es halt immer mal wieder sein kann, dass ich irgendwie jetzt angerufen werde, was ich nicht so gut finde. Ich weiß auch nicht, wie die meine Nummer haben. Meine private Handynummer habe ich halt nirgendwo gepostet oder so. Gut, wenn du noch einen Anruf bekommen solltest, probier dir Notizen zu machen oder nimm das Gespräch auf. Ciao. Lol, und jetzt ist er gegangen. Oh mein Gott. Ich weiß ehrlich, ich bin ehrlich mit euch, ich bin echt ein bisschen verwirrt gerade. Also, kein Plan, ob ich jetzt noch irgendwann so Anrufe bekomme. Ich hoffe mal nicht. Und wenn doch, dann probiere ich das irgendwie festzuhalten. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Und ja, wenn ich irgendwie neue Anrufe bekomme, probiere ich das auf jeden Fall festzuhalten. Ciao.